Namaste und willkommen auf meinem Yoga-Channel. Ich bin Martina und ich begrüße dich zur heutigen Yin-Yoga-Sequenz Yin-Yoga für besseren Schlaf. Es ist eine wunderschöne Sequenz, die du praktizieren kannst, wenn du vielleicht Probleme hast mit dem Einschlafen. Und ja, es ist eine Sequenz, die dir wirklich hilft, nochmal nach einem stressigen Alltag runterzukommen und dich optimal auf den Schlaf vorzubereiten. Wir üben hier vor allem Vorwärtsbeugen und einfache Positionen in Rückenlage, die dein Nervensystem nochmal beruhigen, nochmal runterfahren und dir wirklich helfen, so komplett zu entspannen. Ich empfehle dir als Hilfsmittel, dir eine gefaltete Decke zurechtzulegen und ja, ein oder zwei Blöcke und auch ein Bolster oder ein dickes Kissen dir zur Hand zu nehmen. Und wenn du es in der Endentspannung ganz gemütlich haben möchtest, dir auch gerne ein Augenkissen zurechtzulegen, was du dir über deine Augen legen kannst. Und wir starten diese kleine Sequenz mit einer Atemübung, mit der Wechselatmung. Dazu setze dich am besten erhöht auf einen Block oder auf ein Kissen ab. Oder schau mal, wie du dich gerne hinsetzen möchtest, einfach in eine angenehme, aufrechte Sitzposition zu kommen. Und ja, wir praktizieren die Wechselatmung, wo wir die Nasenlöcher abwechselnd öffnen und wieder verschließen. Falls du Probleme hast mit deinen Nasenlöchern, wenn du das nicht magst, dass man so zuhält, die Nasenlöcher, kannst du das auch gedanklich praktizieren. Und dann winkelst du hier für diese Übung Zeigefinger und Mittelfinger deiner rechten Hand, alternativ, wenn du Linkshänder bist, deiner linken Hand an und verschließt rechtes und linkes Nasenloch mit Daumen und Ringfinger. Und dann öffne das linke Nasenloch und atme tief ein. Verschließen. Und rechts wieder ausatmen. Rechts einatmen und verschließen. Links ausatmen. Einatmen links und verschließen. Und ausatmen auf der rechten Seite. Einatmen rechts und verschließen. Und ausatmen auf der linken Seite. Nochmal einatmen auf links. Und verschließen. Und rechts ausatmen. Rechts einatmen. Und verschließen. Und links ausatmen. Wiederhole es noch zwei Atemzyklen auf deine Weise, in deinem Atemrhythmus, also ein Atemzyklus. Also mal einatmen auf links, ausatmen rechts, einatmen rechts, ausatmen links. Mal zwei Atemzyklen hier bleiben. Wenn du dann das nächste Mal auf links ausgeatmet hast, lass deine Hände nochmal sinken. Komm für einen Moment zu deinem natürlichen Atem, komm nochmal zurück und bleib hier für einen Moment noch in dieser sitzenden Position. Dann gehen wir von hier aus weiter in die Position des Schmetterlings. Wenn du dazu gerne
deinen Block nochmal unter der Matte weg. Wir starten in der sitzenden Position für den Schmetterling. Winkle beide Beine an und lege deine Fußsohlen aneinander. Schau, dass du hier die Intensität so ein bisschen steuerst, indem du ja, die Beine etwas weiter nach vorne nimmst, dann ist die Intensität etwas geringer und es wird umso intensiver, je näher du die Beine an deinem Körper hast. Denke daran, wir möchten beim Yin-Yoga nur zu etwa 60% der Intensität einer Position geben. Deshalb schau, dass du eine Position findest, wo du eine Dehnung spürst, aber so, dass du sie noch eine Zeit lang halten kannst. Lasse hier deinen unteren Rücken nochmal bewusst lang werden und dann greife entweder deine Fußknöchel oder deine Füße mit deinen Händen oder setze deine Hände vor dir auf den Boden ab und komme in eine entspannte Vorwärtsbeuge. Lass dich hier ganz bewusst sinken und lass gerne deinen oberen Rücken so ein wenig rund werden lassen. Schau aber, dass es hier auch für deinen Rücken sich gut und stimmig anfühlt. Dann bring deine Aufmerksamkeit hier mal ganz wieder auf deinen Atem. Vielleicht stellst du dir vor, dass du hier durch deine Schulterblätter, durch deine Körperrückseiten hier einatmest. Und dann durch deine Vorderseite wieder ausatmest. Dich mit jedem Atemzug noch ein wenig mehr sinken lässt in diese Position, diese angenehme Dehnung. Den Nacken ganz entspannt zu lassen. Und wirklich jeden Stress, jede Anspannung hier mal ganz bewusst loszulassen und in diese Position einzutauchen und zu entspannen. Dann nimm hier noch so 2, 3 tiefe, bewusste Atemzüge mehr.
Und dann löst diese Position langsam wieder auf, setze dich langsam wieder auf. Setz für einen Moment deine Hände hinter deinem Rücken ab, streck die Beine aus. Und komm hier für einen Moment in so eine angenehme Rückwärtsbeuge, dein Brustbein so ein bisschen nach vorne. Und dann komm nochmal zurück zum Sitzen. Und dann kommen wir von hier aus in die Position des halben Schmetterlings. Lass dein linkes Bein ausgestreckt und winkle das rechte Bein an. Lege deinen rechten Fuß an die Innenseite deines linken Oberschenkels. Gerne kannst du auch hier dich erhöht hinsetzen. Lasse nun deinen unteren Rücken lang werden und dreh dich so ein wenig mit deinem Oberkörper zu deinem linken Bein hin und lasse dich langsam nach vorne sinken in der Vorwärtsbeuge. Lasse deine Hände dort landen, wo sie landen. Und dann lehne dich ganz entspannt nach vorne, lass deinen Oberkörper entspannen und dein Rücken darf auch hier leicht rund werden. Wenn du möchtest, kannst du hier auch gerne deinen Kopf abstützen auf einem Block oder auf einem Kissen. Lass dich hier wirklich ganz entspannt sinken. Atme ganz ruhig und langsam durch deine Nase ein und aus. Hier mit jedem Atemzug wieder alle Spannung, alle Anspannung, allen Stress aus dir herausfließen zu lassen. Dann nimm hier noch so 2, 3 tiefe, bewusste Atemzüge mehr. Dann löse hier langsam die Position wieder auf. Komm langsam wieder zurück nach oben zum Sitzen. Richte dich nochmal auf, werde nochmal ganz bewusst lang deiner Wirbelsäule.
Dann wechsle langsam die Seite. Strecke nun dein rechtes Bein aus. Winkle dein linkes Bein an und lege deinen Fuß auf die Innenseite deines rechten Oberschenkels. Lasse deinen unteren Rücken nochmal lang werden. Dreh dich zu deinem gestreckten Bein hin und beug dich nun ganz behutsam über dein gestrecktes rechtes Bein. Lass die Hände dort landen, wo sie landen. Auch hier kannst du, wenn du möchtest, deinen Kopf noch unterstützen. Oder dich auch wirklich ganz entspannt in diese Position sinken lassen. Dich auch hier wieder ganz entspannt mit deinem Atem zu verbinden. Und dann nimm hier noch so 2, 3 tiefe, bewusste Atemzüge mehr. Dann löse die Position langsam wieder auf, komm langsam wieder zurück zum Sitzen. Stelle nochmal beide Beine auf, etwas weiter als hüftweit, deine Hände hinter deinem Rücken. Und dann lass hier mal ganz bewusst deine Knie abwechselnd nach rechts und nach links pendeln. Wie in so einem Scheibenwischer im Auto. Einfach so ein bisschen hin und her bewegen, um die Hüften nochmal so ein wenig zu lockern. Dann komme langsam wieder zur Mitte zurück. Nochmal zum Sitzen für die nächste Position, die Position der Raupe oder der sitzenden Vorwärtsbeuger. Auch hier kannst du dich gerne erhöht hinsetzen. Lasse deine Beine entweder ausgestreckt oder leicht angewinkelt. Falls du einen sehr empfindlichen unteren Rücken hast und du etwas weniger Intensität haben möchtest, könntest du auch beide Füße aufstellen und in die Kutscherhaltung kommen. Für die Position der Raupe, lasse deinen Rücken jetzt erstmal nochmal bewusst lang werden, deinen unteren Rücken, und beug dich dann aus deinem Becken heraus nach vorne über deine gestreckten oder angewinkelten Beine
und lass dich hier ganz entspannt nach vorne sinken, in die Vorwärtsbeuge. Lass deine Hände dort wieder landen, wo sie landen, und deinen Kopf ganz entspannt sinken. Du kannst ja diese Position auch noch ein wenig bequemer machen, indem du dir hier zum Beispiel ein Bolster zwischen deinen Bauch und deine Oberschenkel legst und dich so über deinem Bolster ablegst. Oder dir vielleicht auch so ein kleines Türmchen baust, wo du deinen Kopf abstützen kannst, entweder auf dem Bolster oder auf mehreren Blöcken abgestützt. Das ist eine wunderbare Position, die wirklich vollkommen Entspannung auch dient. Gerade durch diese Vorbeuge können wir ja komplett nochmal loslassen, nochmal komplett entspannen. Lass dich mit jedem Atemzug noch ein wenig mehr in diese Position sinken. Mit jedem Ausatmen allen Stress, alle Anspannung mal vollkommen loszulassen und zu entspannen. Und dann nimm hier noch so 2, 3 tiefe, bewusste Atemzüge mehr. Dann löst diese Position langsam wieder auf und komme langsam in die Rückenlage zurück. Leg dich für einen Moment ganz entspannt auf deinem Rücken ab und spüre hier in der Rückenlage nochmal nach. Dann kommen wir nun von hier aus in die Position des schlafenden Schwans. Komm nochmal langsam zum Sitzen zurück und bringe dich in einen Vierfüßlerstand. Aus dem Vierfüßlerstand heraus bringst du dein rechtes Knie nach vorne zwischen deine Hände und strecke dein linkes Bein nach hinten aus. Achte darauf, dass deine Hüften hier möglichst parallel sind. Du brauchst keinen rechten Winkel in deinem rechten Knie zu haben. Schau, dass du den Winkel und dein Knie hier so anpasst, dass es für dein Knie hier sich gut anfühlt. Dann beuge dich nun entspannt
über dein vorderes Bein. Lass dich ganz entspannt nach vorne sinken. Du kannst entweder deine Stirn auf einem Fäustetürmchen, auf einem Block oder auf einem Kissen abstützen oder wirklich dich ganz mit der Stirn auf der Matte ablegen. Wenn dein Po so ein wenig abhebt, kannst du dir auch gerne so ein kleines Kissen oder ein oder zwei Blöcke unter deine Hüfte legen. Und lasse dich hier dich ganz entspannt in diese Dehnung vor deine Hüfte senken. Und genieße diese angenehme Dehnung. Falls dir der schlafende Schwan nicht möglich ist, könntest du dich auch in eine Seitenlage bringen und dich auf deiner rechten Seite ablegen für so ein schlafendes Reh. Dann lass dich hier wirklich ganz entspannt in diese Position sinken und genieße diese angenehme Dehnung. Und dann nimm hier noch so 2, 3 tiefe, bewusste Atemzüge mehr. Und dann löse hier langsam wieder auf. Vielleicht magst du für einen Moment in den herabschauenden Hund kommen. Und mal deine Körperrückseiten nochmal so ein bisschen strecken, ein bisschen dehnen. Oder gleich in die Haltung des Kindes kommen, dich für einen Moment auf deinen Fersen absetzen. Dich noch mal ganz klein so ein Päckchen machen. Dann komme aus der Kindeshaltung heraus, noch mal in den Vierfüßlerstand zurück. Und hier aus gehen wir dann in den schlafenden Schwan zur anderen Seite. Bringe nun dein linkes Knie nach vorne zwischen deine Hände. Schau auch hier, wie du den Winkel in deinem Knie haben möchtest. Lass deine Hüften hier parallel, dein rechtes Bein nach hinten ausgestreckt. Und lass dich dann hier auch wieder ganz entspannt über dein angewinkeltes linkes Bein sinken. Gerne mit der Stirn auf ein Fäustetürmchen oder auf einen Block kommen.
oder dich ganz auf der Matte ablegen. Auch hier kannst du dir entweder deinen Po unterstützen, wenn er abhebt, zum Kissen oder einem Block, oder dich alternativ auch auf der Seite in so ein schlafendes Reh ablegen. Und dann lass dich hier nochmal ganz entspannt in diese Position sinken. Und genieße diese Entspannung der Position des schlafenden Schwans. Und dann nimm hier noch so 2, 3 tiefe, bewusste Atemzüge mehr. Dann löse hier die Position langsam wieder auf. Komm langsam nochmal, wenn du möchtest, in den herabschauenden Hund. Dehn dich nochmal ganz bewusst durch Recken und Strecken. Und komm dann nochmal für einen Moment in die Kindeshaltung zurück, auf deine Fersen. Und dann kommen wir nun langsam in die Rückenlage für die Position des liegenden Schmetterlings. Lege dich hier wirklich ganz entspannt auf deinem Rücken ab. Dann beuge langsam deine Knie und bringe deine Fußsohlen aneinander. Schau mal, wie weit du deine Füße von deinem Körper entfernt haben möchtest, dass sich die Dehnung angenehm anfühlt. Lasse deine Knie hier ganz entspannt nach außen sinken. Du kannst dir auch gerne 2 Blöcke unter die Oberschenkel, unter die Knie legen, um dich hier noch ein wenig mehr zu unterstützen. Dann lege dir gerne deine Hände entweder auf den Bauch oder neben deinem Körper ab. Und spüre nochmal ganz bewusst deinen Atem. Vielleicht magst du wirklich mal ganz bewusst mit deiner Hand an deinem Bauch spüren. Spüren, wie sich deine Bauchdecke hebt und senkt mit jedem Atemzug. Oder hier mit jedem Atemzug ein wenig mehr und mehr entspannst. Lass dich hier wirklich ganz in dieser wunderschöne, passive, entspannende Position sinken. Genieße hier diese Entspannung.
Und dann nimm hier noch so 2, 3 tiefe, bewusste Atemzüge mehr. Und dann löse diese Position langsam wieder auf und komme langsam wieder zurück in die Rückenlage, streck deine Beine wieder aus und spüre hier für einen Moment in der Rückenlage nach. Aus der Rückenlage heraus kommen wir noch in eine wunderschöne, entspannte Umkehrhaltung, die Wasserfall- oder Seegrasposition. Nimm dir dazu gerne einen Block, ein Bolster oder eine gefaltete Decke und platziere dir diese Unterlage unter deinen Po, unter deinen Kreuzbein. Und dann strecke langsam deine Beine nach oben zur Decke aus, dass du hier wirklich in so eine ganz entspannte Umkehrhaltung kommst. Und hier nochmal die ganze Schwere aus deinen Beinen nochmal rausfließen lässt. Das ist eine wunderbare Position, die das ganze Nervensystem nochmal wirklich komplett entspannt und regeneriert. Das ist eine wunderbare Entspannung nach einem langen Tag auf den Beinen. Also Position, die auch wirklich schlaffördernd auch wirken kann. Und sage dir mit jedem Einatmen: Ich bin. Mit jedem Ausatmen: Entspannt. Einatmen. Ich bin. Ausatmen. Entspannt.
Dann nimm hier nochmal 2, 3 tiefe, bewusste Atemzüge mehr. Dann löse diese Position langsam wieder auf. Und dann nimm die Unterlage aus deiner Matte heraus. Leg dich flach auf deinen Rücken ab, in Shavasana. Wenn du möchtest, kannst du dich ja auch gerne noch zudecken. Durch eine angenehme, entspannte Rückenlage kommen. Und schau, dass du dich hier wirklich ganz angenehm zurechtlegst. Und ich empfehle dir hier noch so circa mindestens mal 10 bis 15 Minuten in der Endentspannung zu bleiben. Mir wirklich nochmal diese komplette Ruhe und Entspannung in deinen Körper hineinzubringen. Deinen Körper, deinen Geist. Nochmal vollkommen zu entspannen. Durch diese Entspannung sich in deinem Körper ausbreiten zu lassen, nochmal weiter werden zu lassen. Und dann bleibe hier, solange du möchtest, in Shavasana, in der Endentspannung. Mindestens jedoch 10 Minuten. Und ich bedanke mich ja schon mal, dass du dabei warst, dass du hier mitgemacht hast. Und ich wünsche dir eine angenehme Entspannung und einen angenehmen, erholsamen Schlaf. Namaste.